Wie funktioniert eigentlich das Finanzwesen, die Finanzen, die Zahlen innerhalb eines Unternehmens? Woher wissen wir, ob wir erfolgreich sind oder nicht? Genau diesen Fragen wenden wir uns im Modul Rechnungswesen und Finanzierung im zweiten Semester des Bachelors Wirtschaftsingenieurwesen zu. Dabei fangen wir an mit dem Thema externes Rechnungswesen. Sie haben garantiert schon mal die Begriffe Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, vielleicht sogar Cashflow Statement gehört, wissen aber wahrscheinlich noch nicht, was sich dahinter verbirgt. Wir betrachten, wie kommen diese eigentlich zustande? Wie kann ich das Ganze interpretieren und für mich persönlich auch nutzen? Im zweiten Teil, dem internen Rechnungswesen, setzen wir die Brille des Managements auf und verstehen, wie man beurteilen kann, ob einzelne Produkte erfolgreich sind, profitabel sind oder auch nicht. Im dritten Teil der Finanzierung geht es darum, wo bekommen Firmen eigentlich das Geld her, das sie brauchen, um neue Produkte zu entwickeln oder Firmen aufzubauen. Damit haben Sie am Ende einen sehr guten Überblick über das Finanzwesen einzelner Firmen und können das Wissen dann auch beispielsweise im Praktikum oder in den weiteren Vorlesungen im Studium direkt anwenden. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme.